Elisabeth Brandau ist eine echte Top-Athletin. Die 33-Jährige ist die aktuelle deutsche Meisterin im Cyclocross, der olympischen Disziplin des Mountainbikens und eine der besten Fahrerinnen der Welt. Schon in ihrer Jugend gehörte sie zu den besten Radsportlerinnen Deutschlands. Ihr aktuelles Ziel? Die Olympischen Spiele 2020. In Schöneich in der Nähe von Stuttgart hat Brandau ihren eigenen Trainingsraum und versucht, die entscheidenden Prozente aus sich herauszuholen. Dabei zählt jedoch mehr als nur das Training. Die meisten vergessen einfach den Part Regeneration und deshalb ist halt der Schlaf für mich so wichtig, weil das ist der einzige Moment, wo ich eigentlich sage, hier, ich liege eben im Bett und ich komme runter und da ist halt wichtig, dann auch gut und effektiv zu schlafen, so wie man halt ein gutes, effektives Training haben möchte. Aus diesem Grund hat die gelernte Kälteanlagenbauerin auch einen eigenen Trainer nur für das Schlafen. Markus Kamps, seit 16 Jahren Schlaftrainer und Betreiber eines Schlafwebportals. Er weiß, wie man seinen Schlaf auf ein neues Niveau hebt. Den richtigen Rhythmus finden und seinen Rhythmus ernst nehmen und sich damit auseinandersetzen. Also wir haben innere Uhren, ganz viele unterschiedliche Uhren, die man stellen kann oder nutzen kann oder missachtet oder eben danach lebt. Diese Uhren werden durch den sogenannten Zirkadianrhythmus aufeinander abgestimmt. Unser Körper hat also für alles eine Zeit. Auch für seine größte Leistungsfähigkeit, zum Beispiel was die Reaktion oder Koordination angeht. Das ist natürlich wichtig für den jeweiligen Sportler zu wissen. Genauso wie das Wissen um seinen Chronotypen. Ist man Lerche oder doch Eule, also ist man früher oder später am Tag leistungsfähiger. Doch gerade der ständige Fokus auf die eigene Leistung kann einem auch den Schlaf rauben. Also das berühmte Gedankenkarussell beschäftigt ja jeden Tag. Und wenn man nicht abschalten kann, gerade vor einem Wettkampf, dann wäre das ja wirklich schon wirklich fatal. Also da sollte man individuelle Methoden fördern. Es gibt verschiedene Dinge, was man machen kann. Es gibt viele Schlaftipps, viele Schlaftricks und auch mittlerweile Schlafaccessoires, die einem helfen können. Vom Schlaftrunk über die Audiotherapie bis zur eigenen Entspannungstechnik, die das Gedankenkarussell reduziert. Auch Elisabeth Brandau hat sich Techniken angeeignet, um nach dem stressigen Alltag Erholung in der Nacht zu finden. Was mir eigentlich noch wichtig ist, was ich immer mache, wenn ich nicht einschlafen kann oder einfach nur nicht in dem Rhythmus drin bin, dass ich halt meine Gedanken vom Tag, was war und was kommt, in dem Buch aufschreibe. Und wenn ich das meistens niedergeschrieben habe, kann ich mich umdrehen und kann schlafen und weiß, okay, vom nächsten Tag vergesse ich nichts. Elisabeth Brandau weiß, wie wichtig guter Schlaf für gute Leistung ist. Das ist lange nicht bei allen Sportlern so. Aber wer in der Weltklasse mitmischen will, wird um dieses Thema nicht mehr herumkommen.